So rettet sich Julians Blog die Theorie. Mal gucken, was er da für eine Theorie aufgestellt hat, unser süßer TJ. Ne? Let's go. Gehen wir mal rein. Let's go! Moin Moin, mein Name ist nicht nur TJ Rap Talks und Julian Boss hat eine Menge Songs released und man fragt sich, yo, ist das dein Ernst? Oder ist dahinter der eine Masterplan, wo wir am Ende sagen so, okay, krass, damit habe ich nicht gerechnet. Und um genau das soll es dieses Video drehen. Naja, ich sag dir ehrlich, am Anfang war ich noch sehr unsicher. Dann, nachdem immer mehr Songs kamen, habe ich damit eigentlich abgeschlossen und gedacht, okay, da steckt kein Masterplan hinter. Jetzt werden die Songs aber immer besser, also auffällig besser. Ist ja wirklich nicht nur so, ne, so weiß ich nicht, so ein bisschen. Das ist ja schon ein großer Unterschied, wenn man sich die ersten Songs anhört und jetzt die neuesten. Dass der Sprung schon irgendwie weird ist. Also irgendwie schon, ja, dass da dann irgendwie der Gedanke kommt, ja, ist da vielleicht doch irgendwie schon irgendwas. Keine Ahnung, ne. Also das Problem ist halt, dass man dem Julian das immer zutrauen würde. Also auch wenn er natürlich jetzt so die letzten Jahre sich hat gehen lassen und keine Ahnung, die ersten Songs kamen und er irgendwie überhaupt keinen Charme oder überhaupt kein, nicht mehr diese Aura rüberkam von dem Julian, den wir kennen, traut man ihm natürlich zu, dass er so ein Big Brain Move irgendwie in der Hinterhand hat, weil er in der Hinsicht ja schon immer krass unterwegs war, was so Promo-Aktionen betrifft. Aber wir hören mal weiter. Eine ganz persönliche Theorie. Auf geht's, ab geht's, jetzt gibt's aufs Maul. Rap ist wie eine gescheiterte Ehe. Was ich mal dran liebte, ist halt kaum noch zu finden. Glaub ich zumindest. Denn vielen wird es aufgefallen sein, unter den Julian Boss Songs gibt's nicht nur ganz viel Häme und Spott für den ehemaligen Rap-Analytiker. Nein, ein Kommentar schreibt, bald wird es aufgelöst. Das ist der... Warte mal, was? Ein Kommentar schreibt, bald... Der Boy hat alle Videos am 12.01.2023 gedreht. Making-of kommt Mitte April. Da werdet ihr erfahren, was er mit all den Songs bezweckt. Die ganze Rap-Szene wird bloßgestellt. Stay tuned. Also, man sieht... 1159 Likes, die Leute haben Bock, das Datum ist schon vorbei, wird er vielleicht auch gleich sagen, weil ich glaube, das Video ist ja auch vergleichsweise neu, oder? Also vor 3 Tagen, da hat er auf jeden Fall gut alle getrollt. Diese ganzen Leute sind drauf reingefallen, aber vielleicht gibt es da eine Erklärung, wir hören das mal weiter. Bald wird es aufgelöst, das ist der Masterplan von Julian. Lüge, 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 Lüge. Lüge. Wie der aussieht, wird nicht gesagt. Aber es stellt einen Raum, dass dieser existieren sollte. Denn wir haben jetzt mehr Videos bekommen und wir können... Lüge, 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 Lüge. Sag's ihn, ganz genau, dankeschön. ...existieren sollte. Denn wir haben jetzt mehrere Songs bekommen und wir können zumindest in der Masse sagen, naja, die war nicht gut, man würde sie eher schlecht nennen. Trotzdem gab es innerhalb der Songs eine gewisse Verbesserung von Song zu Song, zumindest in der Masse gesehen. Ich meine, klar, wenn du jetzt den neuesten Song nimmst und den dann vergleichst mit anderen Releases an dem Freitag, wie zum Beispiel, was weiß ich, Kollega oder PA Sports mit Azad und Savage, dann kannst du nicht mehr sagen, als ist jetzt ja kein starkes Ding gewesen. Wenn du das jetzt nur mit den anderen Songs vergleichst, würde ich sagen, kann man schon sagen, boah, das ist stabil im Vergleich zu den anderen Dingern, die er gekickt hat. Aber natürlich, ne, stinkt es da gegen etablierte Rapper noch ein bisschen ab. Ja, man muss sagen, war auch ein starker Freitag. Aber trotzdem, natürlich ist es auch leichter zu überzeugen, wenn du nicht so viel erwartest. Ne? Und die Erwartungshaltung, naja, die hat sich recht niedrig eingependelt nach den ersten Songs, muss man natürlich einfach sagen. Aber es ist eine Steigerung, keine Frage, Alter. Ne? Habe ich ja auch Props gegeben. Props gehen raus, Alter. Ohne Frage. Auf der Suche nach Gold. Julian Boss, ich tu, was ich soll. Guckt auf mein Unterarm-Tattoo und YouTube voll mit meinen Söhnen, doch nichts mit Unterhalt. Hier ist halt die ganze Atmosphäre schon nicer irgendwie. Ne? Also man kann das ernster nehmen, das andere so, weiß ich nicht. Yeah, und deutscher Rap ist so wack, ich mach B-Movie-Clips, sie machen Z-Promi-Rap. Und wenn man sich so verhalten hat, wie Julian es früher getan hat, naja gut, dann bieten diese Songs eine enorme Angriffsfläche für jede Person, die früher Julians Blog geguckt hat und besonders für die Person, die von Julians Blog früher, naja, analysiert wurden. Ja, gehöre ich dazu. Wobei ich aber sagen muss, dass ich nicht unbedingt sagen würde, dass ich so drauf bin. Also es klingt jetzt so ein bisschen so wie, oh geil, der hat mich damals analysiert, jetzt kann ich drauf rumreiten. Das ist aber gar nicht der Plan. Ich meine, wir setzen uns allgemein viel mit Julian hier auseinander. Das liegt einfach daran, dass die meisten mich daher kennen. Dem bin ich mir auch bewusst. Deswegen reagieren wir aufs JBB und so, weil ich da natürlich auch Teil von war. Die Leute interessieren sich dafür. Und dann ist ja auch offensichtlich, wenn Julian Songs macht, dass ich natürlich, na klar, bin ich einer der Ersten und guck mir das an. Aber ich würde sagen, dass ich das nicht aus der Perspektive tue, von wegen, ja,
Der war damals so, jetzt kriegt er richtig König zurück. König der Doppelmoral, fertig, aus. So sieht's aus, so sieht's aus, ja. Ich bin auch nicht so, dass ich da jetzt so rangehe von wegen, ja, jetzt gehe ich da richtig drauf, ich mache die richtig fertig dafür, dass der sich damals rausgenommen hat. Ich versuche zu erklären, woher die Kritik kommt. Ich versuche auch zu erklären, wie man ihn wahrnimmt, ne, und woher vielleicht stärkere Kritik kommen könnte. Ich versuche natürlich da für mich selbst Lösungsansätze zu finden oder Gedankengänge auszuformulieren. Warum hat er es natürlich schwer, in der Rap-Szene Fuß zu fassen und warum sind die Leute besonders kritisch? Aber ich würde nicht sagen, dass ich so rangehe. Also ich versuche diese Songs so zu nehmen, wie sie sind und sag, was mich dran stört und was ich nice finde. Ne, wie ich das bei jedem anderen Song auch mache. Nur, dass ich zu Julian halt noch einen anderen Bezug habe. Ne? Einfach jahrelang in den Turnieren mitgemacht und ja, jahrelang konsumiert auch, wie die meisten von euch. Ne? Deswegen weiß ich, ob ich das jetzt so beschreiben würde, wie er es gesagt hat. Warte mal, ich will mal noch ganz kurz hören, wie er es genau formuliert hat. Eine Angriffsfläche. Naja gut, dann bieten diese Songs eine enorme Angriffsfläche für jede Person, die früher Julians Blog geguckt hat und besonders für die Person, die von Julians Blog früher, naja, analysiert worden, hart analysiert worden. Ich müsste mir nochmal die ersten Reactions angucken. Ich weiß nicht mehr, wie ich auf die ersten Songs genau reagiert habe. Aber ich hatte jetzt echt nicht das Gefühl, dass ich so nach Angriffspunkten gesucht habe, so um mich zu rächen oder so. Das war, weiß nicht, ist nicht so mein Film. So, nee. Weil meine Ohren Selbstmord begehen wollen, wenn ich so eine taktlose Scheiße höre. Grauenhaft. Das habe ich schon gesagt. Mir gehen schon langsam die Adjektive aus, deswegen muss ich jetzt schon mit Nomen weitermachen. Das ist Müll, der absolute Dreck, Scheiße, Abfallmist, Kacke. Ein Töte mich zum Quadrat. Ja, das Problem, was ich hier halt auch immer sehe, es werden ja öfter so Vergleiche rangezogen. Ne? Ja, Julian, der war früher so hart, jetzt kriegt er mal zurück. Und ich finde, dass das ein bisschen, ja, diese Argumentation ist ein bisschen holprig. Weil ja, er war sehr hart. Er war natürlich auch hart zu Leuten, die nicht am Turnier teilgenommen haben, wie, was weiß ich, einem Kollegen und so. Aber da würde ich noch anders sehen. Das waren Leute, die waren riesengroß. Und er hat als mittelgroßer YouTuber, ne, darüber Analysen gemacht, wurde dann immer erfolgreicher. Und die Leute haben es gefeiert mit seiner Art und Weise, wie er dran war. Das heißt, er hat nicht irgendwelche No-Names auseinandergerissen und die quasi komplett Geff. Zumindest jetzt nicht so, dass ich wüsste. Das waren dann meistens immer irgendwie bekannte Leute. Oder er hat Leute aus dem Untergrund genommen und eher gepusht. Also wie zum Beispiel ein DCV, DNS oder ein Chimmy. Und später hat er innerhalb der Turniere Leute teilweise auch, würde ich auch zustimmen, es gab Unfaire. Also ich meine, wir haben die ganzen Turniere geguckt und ich war da ja auch oft nicht seiner Meinung oder fand Sachen zu hart einfach. Ne? Er hat auch oft Leute innerhalb des Turniers hops genommen. Man muss aber dazu sagen, und das ist auch Teil der Wahrheit, dass man natürlich wusste, worauf man sich einlässt. Spätestens nach dem ersten JBB wusste man ja, ey, was passiert, wenn man dann, also ne, was hat man zu erwarten? Wie geht Julian mit seinen Teilnehmern um? Das heißt, er hat ja jetzt nicht einfach random auf alle möglichen Leute, die angefangen haben, Musik zu machen, eingeprügelt, sondern auf die Leute, die sich für dieses Format angeboten haben. Und die Leute, die sich dafür angeboten haben, wussten auch, ey, ich kann in der Hall of Shame landen, über mich kann sich einfach lustig gemacht werden, ich kann beleidigt werden. Ich fand natürlich trotzdem, dass es manchmal unverhältnismäßig war oder grenzüberschreitend, wie er sich einzelne Personen teilweise rausgepickt hat und die wirklich, ne, niedergemacht hat. Er hat sich dann auch Mitleid, wenn ich mir das reingezogen habe, jetzt vor nochmal wiederholend, aber trotzdem ist das ein Unterschied. Weißt du? Es ist trotzdem ein Unterschied. Julian nimmt ja jetzt nicht an meinem Turnier teil oder an einem Turnier von uns, sondern er lädt einfach seine Songs hoch. Und deswegen finde ich so dieses Rache-Ding irgendwie nicht so ganz passend so. Ne? Also das erschließt sich mir nicht ganz, diese Argumentation. Er war natürlich sehr hart in seinen Analysen, aber da ist man ja auch freiwillig, dem hat man sich auch freiwillig ausgesetzt, weil man halt beim Turnier mitgemacht hat. Also, aber wir hören das mal weiter. Müll, der absolute Dreck, Scheiße, Abfallmist, Kacke, ein Töte mich zum Quadrat. Ich gebe Kaijin hier 0 Punkte. Und eine Sache führt dazu. Gegen ihn wird geschossen. Egal, ob ein Cat was führt dazu. Gegen ihn wird oder zumindest negativ reagiert, auch wenn angebracht. Ja, okay, geschossen klingt halt ein bisschen hart. Ja, natürlich gab es in Reaktion auch von mir negatives Feedback, aber das gibt's halt oft oder öfter mal, ne, wenn mir irgendwas nicht so gefällt. So, das ist, im Regelfall ist es bei mir natürlich so, das wisst ihr auch, ich gucke mir eher Sachen an, die ich mag, weil ich es auch nicht feier, so Streams zu machen, denen ich abrante, so, das macht mir keinen Spaß, so, da habe ich auch keine Freude dran, wenn ich mir irgendwas gebe, was mich abfuckt, so. Das war bei der Mois-Thematik zum Beispiel so, ne, ich gebe mir eine Stunde Mois und krieg die Krise, so, bin ganz froh, dass es vorbei ist. Aber bei Julian natürlich, Digga, reagiere ich drauf, ja, das ist ja klar, der interessiert mich ja auch, also was der macht. Ja, und da ist es dann so, da ist es, das gucke ich nicht, weil ich es feier oder so, sondern weil ich Interesse dran habe. Und natürlich gibt es dann auch negative Sachen. Ja? Aber das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es so viel mit seiner Kunstfigur an sich zu tun hat, wie ich darauf reagiere. Ne? Geschossen.
egal ob ein Cassius oder ein J. Jiggy oder vielleicht auch die netteren Worte von Gio. Ah, die netteren. Guck mal hier, der Süße. Oder auch von Jay oder von ganz vielen alten Zuschauern oder egal. Die Leute, die jetzt gerade etwas über Julians Boss 9 Songs zu erzählen haben, finden meist nicht gerade positive Wörter. Das heißt, das bietet schon einen gewissen Traffic. Ja, auf jeden Fall, klar. Das spielt auch eine Rolle, natürlich. Also ich merke ja, wenn ich wenn wir Videos hochladen, ich sehe ja jeden Tag die Statistik. Natürlich sehe ich auch, wer guckt sich das an, ne? Wie viele Leute gucken sich das an. Die Interesse ist da ja auch groß. Also die Leute wollen wissen, was hat Gio dazu zu sagen, wenn Julians Blog einen neuen Song hochlädt. Ne? Das ist natürlich klar. Und insgesamt hat das natürlich auch Auswirkungen auf seine Songs. Also ich glaube, eine gewisse... Wenn du redest, Junge, dann ist schon wieder viermal der Schnee Reaction über den Onkel Fickerberg hier geknallt. Das ist doch eine Reaction. Bist du mal fertig, Miss? Ich muss nach Hause, Alter. Ja, tut mir leid, aber dann musst du halt woanders hin. Das finde ich also auch eine schöne Meinung. Also ich finde, jetzt hast du mich voll rausgebracht. Was habe ich denn gerade gesagt überhaupt? Gerade positive Wörter. Das heißt, das bietet schon ein gewisses... Achso, ja, ich glaube, das bietet ja ein gewisser Traffic. Also genau, ich wollte sagen, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich hier Julian Fame mache, aber natürlich haben diese ganzen Reactions eine gewisse... Die treiben das so ein bisschen an, ne? Jeder kriegt, also es kriegen mehr Leute mit, was passiert da einfach, ne? Weil man durch die Reactions halt mitbekommt, der hat wieder einen Song und da geht wieder was. Also gewissermaßen profitiert er ja auch davon. Das ist ein bisschen wie damals, da hatte Julian die Plattform. Wir haben nicht mehr so eine große Plattform, die, ne, auch nicht im Gesamten so groß, wie er sie hatte, aber zumindest eine kleine. Ein bisschen Traffic. Und dazu auch innerhalb der Songs die Sticheleien gegen KuchenTV. Ja. Chef Mucke und KuchenTV, du kopierst meine Art von früher nur ein schlecht Junge. Suchst Hilfe in deiner Textgruppe, doch kannst mich trotzdem nicht schlagen, denn ich bin nicht deine Ex-Nutte. Was auch passt, denn Kuchen... Guck mal, wie mich YouTube schon hops nimmt. Wie ich wirklich sage, denn ich bin nicht deine Ex-Nutte. Das passiert so unterbewusst. Du zensierst unterbewusst. Schlimm. Doch kannst mich trotzdem nicht schlagen, denn ich bin nicht deine Ex-Nutte. Was auch passt. Denn KuchenTV und Julian Boss, mutmaße ich jetzt einfach mal, haben eine relativ große Zielgruppenüberschneidung. Denn auch Julian weiß, nach den letzten Turnieren ist sein Image erstmal gekränkt. Und was belebt das Geschäft? Beef. Ja. Naja, und für Beef brauchst du Gegner. Es werden Leute von euch sagen, ja, er kann doch einfach irgendein Mero wegrotzen mit irgendeiner Analyse. Aber ein richtiger Beef mit Leuten, die einen wirklich angegriffen haben, kommt vielleicht noch ein bisschen unterhaltsamer, weil es halt echt ist. Da sind wirklich Differenzen dann vorhanden. Was die ganze Sache enorm interessanter macht. Und durch diese Songs hat er erstens extrem viele, ich sag's einfach mal so, kleine Gegner, wie zum Beispiel ein Cassius oder ein JG oder ein Jay. Aber diese Namen sind alle mit Julian irgendwie verwandt. Sind das alle? Ist der Jay auch sehr negativ, ja? Unterwegs. Stimmt, der hat den ja sogar gedisst, ne? So ein bisschen, der Julian. Ne? So unterschwellig, so von wegen so Kopie und so, dieser Film. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Reaction gesehen von Jay zu Julians Blog-Songs oder Julian Boss-Songs. Noch nie reingeschaut. Muss ich vielleicht mal checken, wie der so rangeht an seine Reactions, ne? Also auch sollte zum Beispiel ein Video kommen gegen diese genannten Personen, das würde es ziehen. Denn Julians Blog über Cassius Clay, der Jiggy, Jay oder auch Marvin California bei dem gleichen Biss unterwegs sind, macht, dann zieht das enorm. Ja, wie er mich rauslässt. Aber der wohl größte Beef und interessanteste Beef ist und der auch am meisten provoziert wird, ist KuchenTV versus Julians Blog. Mhm. Und jetzt in dieser Theorie war das alles eine gestellte Angriffsfläche von Julian Boss himself, damit KuchenTV darüber ein Video machen kann und ihm das alles schön vorwerfen kann und sagen kann, yo, das ist scheiße, du laberst scheiße, was nimmst du dir eigentlich heraus? Und darauf kann Julian antworten. Ja, aber ich glaube, Kuchen ist nicht dumm genug dafür. Ich glaube, der weiß schon, dass so ein Video zu machen viel Aufmerksamkeit bringen würde. Ich glaube, deswegen hält er sich da in der Hinsicht auch noch zurück und wird das wahrscheinlich eher über diese musikalische Richtung regeln, als über seinen Hauptkanal. Vielleicht lädt das auch auf dem Hauptkanal hoch, das kann natürlich sein. Aber das Problem ist, ich sehe da zum Beispiel schon eigentlich
boah, nicht viele Chancen für Kuchen, um ehrlich zu sein. Und das liegt einfach daran, vielleicht bin ich da auch einfach wieder zu True-Schooler-mäßig unterwegs, ne? Aber wenn ein Beef-Fight beginnt und du weißt von vornherein, der Twizzy schreibt das oder hilft zumindest, das reicht ja schon, die Info, einfach, dass du weißt, der schreibt da mit, reicht ja schon, um das nicht mehr ganz so ernst nehmen zu können, weißt du? Also das Endprodukt nicht mehr so zu respektieren, weil du halt weißt, okay, da steht zwar ein Kuchen jetzt, der das rappt, aber das ist halt nicht von ihm. Bei einem Julian geht man zumindest davon aus, das ist von ihm, und für mich macht das halt immer extrem viel aus, ne? Wenn jemand, wenn ich weiß, ey, das hat die Person selbst gemacht, also so ein Beef über jemand anderen zu regeln, ist halt, boah, vor allem im Rap-Game, ich meine, klar, es interessieren sich immer weniger Leute dafür, wer was schreibt, das kann ja auch jeder für sich entscheiden, aber bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt von Kuchen einen Diss-Track sehen würde und der Kuchen-Diss-Track wäre krass so, dann sagen wir mal, gegebenenfalls es wäre so, dann würde ich hier sitzen und würde wahrscheinlich sagen, so vom Gefühl her, boah, Bruder, krasser Diss-Track, also als Produkt, aber es wäre nicht so wie, boah, Kuchen hat Julian gefickt. Versteht ihr? Es wäre nicht so dieses, boah, Kuchen hat ihn richtig genommen. Sonst wäre er so wie, ey, krasser Diss-Track, da hat der Trizzy oder haben die zusammen was weiß ich, ne? Krasses Ding auf die Beine gestellt, aber das war's halt. Weißt du, ein bisschen, so, das ist halt gerade bei einem Diss-Track extrem wichtig. Und da das ja schon öffentlich ist, dass der Trizzy da mithilft, weiß ich nicht, Alter. Hat es natürlich schon mal einen gewissen Beigeschmack, der für mich auf jeden Fall eine Rolle spielt. Ja, ich könnte es feiern, natürlich. Ich könnte den Beef trotzdem feiern, so aus Konsumentensicht. Aber so der Hip-Hopper, der Rap-Fan von mir, der würde halt immer sagen, ja gut, aber das ist halt nicht von ihm geschrieben. Von dem her bleibt es dann auch dabei. So, wisst ihr, wie ich meine? So wäre das zumindest bei mir. So kann ja jeder für sich entscheiden, ob einem das wichtig ist. Und hier gibt es natürlich zwei Theorien. Entweder per Musik oder per Video. Wenn er es per Musik macht, dann müsste jetzt eine Riesenstellung kommen. Das heißt, er hat sich extra schlecht dargestellt in diesen Songs und würde dann mit einem Track kommen, wo er auf einmal richtig, richtig krass ist. Oder halt mit einem Video, aber nicht wie seine Comeback-Videos, sondern wie schön alte Videos. Natürlich mit wahrscheinlich weniger sinnlosen Beleidigungen, aber mit der gleichen Durchschlagskraft wie die alten Videos. Das wäre natürlich auch klug. Klar, er könnte den Beef eskalieren lassen und das Ganze dann über so ein Video regeln. Und das Problem ist, ich glaube, guck mal, Kuchen, der macht ja wirklich viele so auf, also so Videos, in denen er über irgendwelche Missstände berichtet und was weiß ich, ne? Und da argumentativ versucht, irgendwie Themen aufzugreifen oder sich zu wehren oder über seine Hater berichtet und so. Aber ich glaube einfach, was so diesen Unterhaltungslevel und diesen Impact betrifft, ist Julian oder war Julian ihm zumindest immer meilenweit voraus. Einfach von seinem Charakter. Weißt du, wie ich meine? Julian, so der Charakter Julians Blog, die Kunstfigur. Die Frage ist natürlich, kann er diesen Impact, kann er diesen Julian nochmal wiederbeleben? Das ist halt die Frage. Wenn ja, dann könnte er wahrscheinlich mit so einem Video viel anrichten. Ich glaube nicht, dass er einen Kuchen zerstören könnte. Dafür hat Kuchen, glaube ich, auch einfach eine zu treue Fanbase mittlerweile und auch einen recht großen Kanal. Aber ich glaube, er könnte damit zumindest einen großen Beef und viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ne? Und darauf vielleicht wieder aufbauen, wenn das der Plan ist. Wo er vielleicht auch sein kann, dass er das alles nur gespielt hat und dass alles ein riesen Promo-Move wäre, nur um diesen Beef zu erzeugen und alle, die gegen ihn geschossen haben, das richtig schön in den Arsch zu stecken. Und damit mit nur einer Aktion sich ins gute Licht zu stellen. Diese Vernichtung von bestimmten Charakteren, gefolgt von vielleicht einem Statement, warum die Turniere so versagt haben und seine Person in den letzten... Ja, das ist ja auch auffällig, dass er das bis jetzt noch nicht gemacht hat. Am Anfang dachte ich, der ist doch komplett hängen geblieben. Was ist denn mit dem, Digga? Labert der uns voll mit, welche Mutter er wo sexuell beglückt? Ne, aber erzählt uns nicht, aber je mehr Songs ich gehört habe, umso mehr kam ich drauf, ey, vielleicht hebt er sich das halt einfach auf, weil er weiß, das ist so eine Sache, die er in der Hinterhand hat, versteht ihr? Das ist noch so, wenn er das jetzt droppen würde, dann wär's raus so. Und vielleicht wartet er auf den perfekten Zeitpunkt, um damit aufzuräumen und also sich da die meiste Aufmerksamkeit zu generieren. Und ich weiß zum Beispiel... warte mal, jetzt muss ich überlegen, ob ich das so droppe. Das Problem ist halt immer, das ist so immer voll das Problem, wenn du Reactions machst. Das ist mir schon so oft passiert, dass ich Sachen erzählen will, dann überlege ich, darf ich das überhaupt sagen? Weil das war eine Sache, das war mal ein Gespräch, das Julian und ich hatten, schon lange her. Von dem her ist es wahrscheinlich besser, das nicht zu droppen, auch wenn ich es jetzt angeteasert habe. Einfach weil ich das nicht so fühle, wenn man persönliche Gespräche so nach außen trägt, weil ich auch nicht weiß, ob er darauf Bock hätte. Aber warte mal, wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Wie rette ich mich da jetzt wieder raus? Worauf ich anspielen wollte ist, dass ich, sagen wir es anders, ich glaube, so kann ich es formulieren. Ich denke, Julian ist sich extrem bewusst darüber, was er in der Hinterhand hat und
dass das wichtiger Content ist, dass das einen Impact haben könnte. Und ich glaube, er weiß ganz genau, dass das eine Sache ist, mit der er ganz bewusst umgehen muss, um sich da das meiste rauszuholen. Ich glaube, so kann ich das ganz gut nochmal zusammenfassen. Sorry fürs Anteasern, ich weiß, fuckt immer ab. Wollte mich jetzt auch nicht wichtig machen, aber manchmal laberst du und willst dann was erzählen und denkst, ah fuck, ist vielleicht doch nicht so eine korrekte Idee. Weißt du, wie ich meine? Wir gehen mal weiter. Jahren der Öffentlichkeit so, man muss es schon so sagen, selber zerstört hat, wäre krass und würde, glaube ich, viele zu Julian zurückbringen. Aber natürlich auch diese Theorie hat Kritik. Denn sie wirkt immer unwahrscheinlicher, umso mehr Songs kommen, die nicht auf einem bestimmten Niveau sind. Denn 10 Songs rausbringen, die wirklich nicht gut sind, nur ein bisschen Traffic zu generieren, was Julian auch viel leichter generieren hätte können, wirkt ehrlicherweise nicht so sinnvoll. Ja, aber man könnte natürlich auch davon ausgehen, dass eben diese Songs, die am Anfang kamen, irgendwie schon abgedreht waren. Und er, vielleicht, ich weiß es ja nicht, vielleicht sind die Songs ja schon Jahre alt oder ein Jahr alt oder so. Und er hat seitdem weiter an sich gearbeitet und hat sich gedacht, die Dinger liegen noch rum, die hau ich jetzt raus, weil, naja, es einfach liegt halt rum. Und so kann ich die Erwartungshaltung ein bisschen runterschrauben, dann überraschen, wenn ich mit dem neueren Stuff um die Ecke komme, an dem ich vielleicht, ja, an dem ich gerade schreibe, mit ein bisschen Erfahrung oder mit ein bisschen, ja, mehr Skill in der Hinsicht, weiß ich nicht. Andererseits hat zum Beispiel KuchenTV dazu noch gar kein Video gemacht und auch kein Diss-Track gegen Julian released, worauf Julian antworten könnte. Weswegen er vielleicht immer weiter Songs macht, um immer weiter dagegen zu sticheln, weil er halt KuchenTV als ganz großen Gegner schon vorher auserkoren hat. Das wirkt auf jeden Fall so, ne? Also wenn du jemanden in jeder Runde oder in jedem Song erwähnst, da kannst du halt dann schon davon ausgehen, okay, irgendwas steckt dahinter, ne? Also da muss ja irgendwie, was heißt ein Plan hinterstecken, aber irgendwo will er ja hin damit. Ich kann mir bei einem Jules ja nicht vorstellen, dass der sich einfach denkt, ach, ich mache jetzt mal so einen Song, ach, da disse ich den mal wieder. Nee, dafür ist der zu clever. Also ich denke, der ist sich schon darüber bewusst. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass Julian schon so das Ende für sich sieht. Also wie eskaliert das Ganze? Wohin geht, worin wird es münden, so, weißt du? Und sich vielleicht nicht mit den anderen Reactern zufrieden geben möchte. Auch wenn man die Sinnhaftigkeit in Frage stellen kann. Und ich muss sagen, wenn diese Theorie wahr wäre und das war die ganze Zeit der Masterplan, dann denke ich mir, okay, es wäre viel leichter funktioniert, aber ich sehe, wo das hingehen möchte und ich würde es übelst feiern, wenn er jetzt einmal den Rap-Skill des Todes hätte oder irgendjemanden, sei es KuchenTV oder jemand anders, mit einem richtigen Video so richtig Kontra geben würde und wir einen richtig geilen Beef bekommen könnte. Guck mal, das Krasse ist, Julian hat natürlich einen riesigen Vorteil. Egal wie scheiße Julians Diss-Track wäre, sagen wir mal, es käme dazu. Und sagen wir mal jetzt, Kuchen und Trizzy hauen da den Diss-Track des Todes raus. Und sagen wir jetzt mal, Julian könnte da songtechnisch nicht mithalten oder gegenhalten. Dann hat er immer noch seine Videos. Weißt du, wie ich meine? Also er könnte als, er hat das immer in der Hinterhand. Zumindest wenn dieser Julian irgendwo noch existiert. Dann hat er das immer in der Hinterhand. Er könnte immer so ein Video droppen. Und ich glaube, das hätte heute, vor allem nach so einer langen Zeit, immer noch einen riesigen Impact, wenn das dann immer noch drauf hat. Nicht nur Promo ist, obwohl es auch Promo ist, sondern auch dann ein bisschen einen ernsthafteren Touch hat, wäre schon richtig geil. Aber zur Wahrheit gehört auch, was mein ganzes Video bis jetzt hinfällig macht, ich glaube selber nicht an diese Theorie. Ich glaube, Julian will jetzt einfach seine Songs machen. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube nicht an eine Theorie. Ich weiß nicht, ob es da so einen krassen Masterplan gibt. Aber was ich zumindest glaube, ist, dass er den Kuchen nicht umsonst in jedem Song disst. Da wird es meiner Meinung nach schon irgendwie einen Plan geben oder eine Sache, wo er hin möchte mit. Aber natürlich kann es auch sein, dass er einfach Mucke machen will. Dass er einfach weiß, ey, geil, dieser Kuchen-Beef, wenn der eskaliert, dann kann ich mir da was rausholen in irgendeiner Form und da habe ich vielleicht auch schon eine Idee für und sonst macht er einfach Mucke. Ne? Muss jetzt nicht sein, dass da so ein riesiger, durchstrukturierter Plan, das ist wahrscheinlich auch irgendwie so eine kleine Hoffnung, die alte Julians Blog-Zuschauer haben. Aber man sieht ja, guck mal, du siehst ja alleine schon daran, dass was Julian für einen Einfluss auf YouTube Deutschland hatte und auf diese ganze Rap-Szene und Video-Battles und so, siehst du ja schon daran, dass wir jetzt hier sitzen und uns seit, keine Ahnung, einer halben Stunde darüber unterhalten, was er mit diesen Songs bezwecken könnte, ob es da einen Plan gäbe. Verstehst du? Dass dieser Typ immer noch irgendwo so ein Standing hat, dass man darüber nachdenkt. Natürlich nicht mehr so wie früher, ja, die Klicks sprechen ja für sich, aber trotzdem,
dass diese Interesse besteht, dass man über ihn spricht, zeigt einfach, was er mit dem JBB und mit seinem Kanal damals geschaffen hat. Macht ihn anscheinend Spaß und soll auch machen, wenn es ihm Freude bereitet, aber ich glaube nicht an diese Theorie. Ich wollte nur eine Möglichkeit bieten, wie dieses ganze, naja, manche würden sagen Fiasko, eine sehr, sehr gute Wendung nehmen könnte. Aber was sagt ihr? Steckt dahinter irgendein Masterplan, irgendwas, worüber man sagen kann, wow, da hat sich Julian was gedacht und deswegen hat er diese Songs rausgebracht? Oder denkt ihr, na, er hat sich gar nichts bei gedacht, er wollte einfach nur diese Songs releasen und dachte, vielleicht... Was denkt ihr, Chat? Ja, haut's mal in den Chat. Also ich halte beides für möglich so. Es könnte sein, dass er von Anfang an wusste, ey, hier liegen noch so ein paar alte Dinger rum, die sind nicht so geil. Da wird es vielleicht auch erstmal Kritik geben. Dafür habe ich hier schon ein paar bessere Dinger oder bin mittlerweile besser geworden und kann dann leichter mit überzeugen, beziehungsweise die Leute sind überrascht von der Steigerung. Also vielleicht steckt da schon ein längerfristiger Plan drin. Vielleicht ist es aber auch wirklich so, er hat einfach Songs veröffentlicht und ja, die neueren sind einfach besser geworden, weil er halt ein bisschen Mucke gemacht hat jetzt. Keine Ahnung. Ne? Weiß, ich halte alles für möglich. Der wird sicherlich längerfristig denken. Wie weit bleibt die Frage? Ja, ja, genau. Ich denke auch, ich glaube nicht, dass er so voll in den Tag, also das glaube ich einfach nicht. Dafür hat er auch einfach zu viel Plan von dieser ganzen YouTube-Gossip-Scheiße und wie das funktioniert. Ich glaube, der Plan ist spontan entstanden, jedenfalls gegen Kuchen, aber er wird zu 100% gehört haben, dass die ersten Songs Fehler hatten. Er hat sowas ja jahrelang bewertet und wird sowas sicher gesehen haben. Mag sein, aber es ist halt komisch, ne, dass er es dann trotzdem hochgeladen hat, aber vielleicht eben genau deswegen, weil halt die letzten Songs besser werden, ne? Kommen sie besser an, als die es bis jetzt tun. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und vielleicht habt ihr eure ganz eigene Masterplan-Theorie für Julian. Wäre ja ganz witzig, auch wenn wahrscheinlich alle Masterplan-Theorien für Julian ziemlich unwahrscheinlich sind. Ja, und damit beende ich das Video auch schon. Wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, teilen, abonnieren. Ihr wisst doch, was zu tun ist. Ciao. Analyse. Deutschem Rap fehlt es an schwarzem Humor. Ich geb anders Perfekoni und Gaddafi Support. Bro, chill doch, Digga. Was ist denn mit dir? So laut. Meine Güte, immer diese unprofessionellen YouTuber mit ihren komischen Pegeln, die sie da nicht hinbekommen. TJ, Mann, achte doch mal auf sowas. Sollen mir die Ohren wegfetzen oder was? Also, ich habe euch das mal reingeballert. Ich gebe hier mal ein Like. Ich fand das Video nice, einfach um so ein bisschen zum rumzuraten und rumzurätseln und einfach darüber zu sprechen und so ein bisschen so die Verschwörungstheorien so aus einem rausschwemmen zu lassen. Ich bin gespannt. Ich meine, wir werden es eh mitkriegen. Wir werden es gucken. Wir werden sehen, was da passiert und schauen uns das weiter an und werden einfach sehen, ne, wie es dann am Ende läuft. Keine Ahnung. Ob da ein Plan hintersteckt, keine Ahnung. Ich halte es für wahrscheinlich, oder ich halte es für möglich, aber auch für komplett. Ich halte es auch, ja, für möglich, dass das eben nicht der Fall ist. Wir werden sehen. Aber wir werden es auf jeden Fall beäugen und werden da am Start sein. So, ich finde seine Objekte im Raum gruselig, ehrlich jetzt. Achso, du meinst, es hat irgendwie, vielleicht will er uns irgendwas sagen damit? Ja, nee. Ey, Leute, war spannend. Haben wir uns auf jeden Fall nochmal schön unterhalten können über das Thema.